Jingle bell, yo, was geht ab, Leute? Geht ihr mit dem Flow? Oh ja, Fraps ist hier. Und zwar heute mit einem überkrassen Money Glitch, Leute. Und zwar kann man mit diesem Money Glitch Millionen in Minuten machen. Und zwar kann man sich einfach seine ganze Firmengaragen, also 60 Stellplätze innerhalb von einer Stunde auf jeden Fall voll glitchen. Das heißt, man macht auf jeden Fall 60 Millionen in einer Stunde. Das ist überkrass, Leute. Aber Leute, bevor wir zu diesem Glitch kommen, falls ihr keine Lust aufs Glitchen habt oder ihr euch halt gelangweilt fühlt, könnt ihr euch doch einen krassen GTA 5 Underkoll bei mir kaufen. Dieser ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr geht einfach auf einen Link unten in der Videobeschreibung, klickt drauf, dort könnt ihr euch einen bestellen. Außerdem ist es so, Leute, dass die Bann, also die Banngarantie bzw. der Bannschutz, bis Weihnachten gratis ist. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall zuschlagen. Das heißt, also der Bannschutz heißt, wenn ihr gebannt werdet, kriegt ihr auf jeden Fall gratis einen neuen. So, ich würde aber sagen, Leute, wir starten mit dem Video. So, als allererstes solltet ihr eure komplette Garagen voller Allergies reinballern. Das heißt, macht so viele Allergies in die Garage rein, wie es einfach nur noch geht. Ihr seht es ja bei mir im Hintergrund, ich habe mir so viele Allergies reingepackt, wie es einfach nur noch geht. Habt ihr das jetzt gemacht, Leute, braucht ihr einen Kollegen. Und zwar muss ein Kollege in eure Einladesitzung reinjoinen. Das heißt, ihr erstellt euch eine Einladesitzung und ladet euren Kollegen ein. Dieser Kollege geht dann in ein Jobmenü, zum Beispiel von kriminell schnell oder sowas, und bleibt dort einfach die ganze Zeit drin. Ist unser Kollege jetzt im Jobmenü, gehen wir hin und steigen in einen Allergy ein, den wir sehen. Ich nehme den jetzt am ersten Slot, jetzt gehen wir hin und tunen das Fahrzeug komplett auf. Wir tun so viel auf, wie es einfach nur geht. Ihr könnt ja sehen, im Hintergrund, ich habe meinen chromen hier Retro-Allergy und der bringt fett Geld ein. Jetzt gehen wir hin, gehen auf Options Online Spieler und joinen unserem Kollegen, der im Jobmenü auf uns wartet. Jetzt gehen wir einfach hin und treten diesem Kollegen halt bei. Wir bekommen jetzt zwei Fehlermeldungen. Wenn wir wieder spawnen, Leute, werden wir verbuggt sein, beziehungsweise das Auto wird verbuggt sein. Falls das aufgetunte Auto auf dem Kopf liegt, Leute, dann müssen wir den Glitch leider von erneut machen. Das heißt, wir müssen das Fahrzeug neu auftunen. Aber bei mir in diesem Fall liegt das jetzt nicht auf dem Kopf und das ist perfekt. Jetzt gehen wir nämlich an den blauen Kreis hin, Leute, und switchen das Fahrzeug vom Allergy auf einen anderen, also Allergy Retro auf einen anderen Allergy. Haben wir das jetzt nämlich gemacht, haben wir jetzt Duplikate in der Garage. Das heißt, wir haben zwei Stück. Ist es jetzt der Fall, gehen wir hin, gehen zu unserem Aufzug und gehen jetzt in die Firmengarage rein, in der wir uns befinden. Ich befinde mich in der Firmengarage 1, also gehe ich auch in die Firmengarage 1 rein. So, haben wir das Ganze jetzt gemacht, steigen wir in einen Allergy rein, der nichts mit dem Glitch zu tun hat. Dann fahren wir einmal in die Tuning-Werkstatt rein und dann wieder raus. Und zwar machen wir das Ganze, damit die Werkstatt bzw. unsere Garage sich neu lädt und alles neu speichert. Das heißt, wir duplizieren dieses Auto noch nicht. Jetzt können wir hingehen und können das Fahrzeug duplizieren. Wir steigen jetzt nämlich in das verbuggte Retro-Allergy ein und gehen einmal in die Tuning-Werkstatt. In der Tuning-Werkstatt gehen wir hin und ändern einmal das Nummernschild. Danach, wenn wir das Nummernschild geändert haben, verlassen wir wieder die Tuning-Werkstatt. Dann gehen wir hin und steigen in ein Allergy ein, der bereits noch nicht dupliziert ist. Und zwar in diesem Fall dieser hier. Dann gehen wir hin, gehen in die Tuning-Werkstatt rein und fahren einfach wieder raus. Haben wir das Ganze jetzt nämlich gemacht, Leute, können wir wieder in den verbuggten Retro-Allergy einsteigen. So, sobald wir nämlich jetzt rausgegangen sind, können wir jetzt wieder in ein Allergy einsteigen und können das Fahrzeug wieder duplizieren. Das heißt, wir steigen in den Allergy ein, ändern nichts, verlassen die Tuning-Werkstatt wieder und dann wiederholen wir das Ganze immer und immer wieder. Wenn ihr das jetzt die ganze Zeit mit unterschiedlichen Allergies gemacht habt, geht ihr am Ende hin, checkt euren blauen Kreis ab und dort könnt ihr sehen, dass da mehrere Allergies sind. So, um die sichtbar zu machen, Leute, müssen wir einmal ins Büro. Sind wir jetzt im Büro, gehen wir wieder in die Firmengarage 1. Sind wir dort angelangt, werden alle Fahrzeuge sichtbar sein. Aber Leute, was ich jetzt noch sagen muss, ihr könnt jetzt theoretisch gesehen diese Fahrzeuge verkaufen. Aber ich muss euch noch sowas sagen, diesen Allergy, den wir ganz am Anfang aufgetunt haben, den können wir für den Glitch nicht mehr verwenden. Das heißt, wenn wir den Glitch neu machen wollen, müssen wir hingehen und müssen einen neuen Allergy aufrüsten und ihn komplett neu auftunen. Das heißt, wir müssen das immer und immer wieder neu auftunen. Also nur damit ihr Bescheid wisst. So Leute, aber im Grunde war es eigentlich auch schon hier zu diesem Glitch. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen.
Ich bin, wie ihr hört, vielleicht ein bisschen erkältet und es war auch echt schwer, diesen Money Glitch zu kommentieren, aber wie gesagt, ich wollte es euch nicht enthalten. Und Leute, es ist so, falls euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall, dann droppt mal einen Like. Es ist so, wenn ihr neu hier auf meinem Kanal seid, dann abonniert mich auch. Ihr werdet hier die krassesten Money Glitches und so weiter sehen. Außerdem, Leute, solltet ihr vielleicht meine Kollegen Zeddy und World's Finest Gamer abchecken. Vielleicht erklären die das ein bisschen besser, weil ich bin ein bisschen erkältet gewesen und ich war nicht mit 110% dabei. Also wie gesagt, checkt die beiden ab, die sind auf jeden Fall an der Endcard verlinkt. Und ich würde dann mal sagen, Leute, haut rein, get in with the flow, euer Frips. Ciao.